Ja, darf ich da einen Erich Ifangler begrüßen? Ich möchte ihn gern fragen, welche Funktionen hast du beim Kurverband? Ich bin Regionalobmann vom Kurverband Oberösterreich Region Traunviertel. Eine Aufgabe, die mir riesig viel Spaß macht, die mir Freude macht, die auch mit durchaus sehr viel Arbeit verbunden ist. Aber ich mache es einfach so mit einem Herz und mit so einer Freude, wenn ich sehe, wie viele Chöre das da sind, wie wir das mitmachen. Es tut einfach gut und dann ist mir das wirklich gerne. Auf in unser Herz. Wird sie Sonntag, ja Sonntag, sie Sonntag am Land. Auf in aller Herrgottsfehl, vor der Möchtenberg in Kiel, wo Schnau in Kirchen geht, am Ende vor der Kirchen steht, und der Schunder dreht in Bier, ob Schnau und oder Stier. Weil das Lichten nur in Schichten, der Horn zur Morgen, Stahl und Wind, Stahl und Wind, Stahl und Wind. Horn zur Morgen, Stahl und Wind, sie Sonntag, ja Sonntag, sie Sonntag am Land. Ja, Erich, was bringt für die Bevölkerung diese Veranstaltung? Ja, es ist einfach ein traumhaft wunderschöner Tag hier in Bad Hall. Was hat die Bevölkerung davon? Nicht nur einen wunderbaren Kurpark, ein herrliches Wetter, eine wunderschöne blühende Umgebung, sondern vor allem Freude im Gesang. Und diese Freude im Gesang, das ist genau das, wofür wir brennen, wofür wir leben. Singen tut einfach so gut. Singen ist ja wirklich gesund, das ist erwiesen, aber wegen dem singt man nicht. Man singt, weil man fröhlich ist, weil man Freude hat. Und wenn ich zu anderen Sängern komme, dann begrüßt man sie mit einem Lächeln, dann geht man mit der Fröhlichkeit aufeinander zu und das tut einfach so gut in der heutigen Zeit und darum singe ich auch so gern. Ja, meine Frage ist, hat es einen Sinn, bei einem Chor dabei zu sein? Ja, natürlich kann ich das nur mit einem ganz offenen Ja beantworten. Aber warum? In der heutigen Zeit sitzt man so bei unseren Computer. Wir sind so in der Technik verfangen. Und singen, das ist so ein Ausgleich. Das macht so viel Freude und vor allem, es macht frei. Wenn ich heute in die Chorprobe gehe und
Ja, ich komme dorthin, bin vielleicht noch gestresst vom Tag, bin geschlaucht, weil ich vielleicht nur ein paar Stück gehabt habe oder wie immer auch, ist egal. Jeder kommt von einer anderen Welt. Aber in der Chorprobe kommen alle auf einen Nenner. Und dieses gemeinsame Singen, das ist einfach dann eine Erfüllung für den Abend. Wobei ich dazu sagen muss, ich schlafe meistens 2 Stunden nach der Chorprobe nicht, aber weil ich so aufgewühlt bin, weil ich so viel Freude in mir habe. Und genau das macht es aus. Ja, wunderbar. Wie wichtig es ist, einen Chor zu finden. Ja, meine nächste Frage ist dann an Erich, wie finde ich oder wie komme ich zu einem Chor? Im Grundprinzip relativ einfach. Es gibt kaum eine Gemeinde, wo es nicht singende Gruppen gibt. Ich muss nur den Mut aufbringen, dort einmal hinzugehen. Ich muss den Mut einfach zusammenbringen und sagen, okay, ich probiere es einfach mal aus. Weil es geht wirklich nur ums Ausprobieren. Mir kommt relativ schnell drauf, ob man das taugt oder nicht. Aber die meisten, die es probiert haben, finden Freude daran. Und keiner ist vom Himmel gefallen, ich auch nicht. Ich habe mit 14 Jahren angefangen. Aber im Laufe der Zeit lernt man mit den Noten umzugehen, lernt man mit Dynamik umzugehen. Und man darf nur keine Angst haben davor, sondern mit Freude auf das losgehen. Und dann passt es. Mir wird für die Chöre grundsätzlich sehr, sehr gerne aufgenommen. Meine letzte Frage ist, ist Singen dann gesund? Ja, Singen ist voll gesund. Das sieht man ja auch. Aber nein, ich wiederhole das eigentlich. Singen tut den Kreislauf gut, singen tut der Seele gut. Und vor allem, was uns am meisten gut tut, ist die Gemeinschaft beim Singen, das Miteinander. Und dieses Miteinander erlebt man gerade in einem Chor ganz besonders, weil man nicht ein Solist ist, sondern ein Chorsänger. Und der Chorsänger ist einer von vielen. Aber im Gesamten ist es wie ein Blumenstrauß. Eine Rose ist was Schönes, aber ein großer Blumenstrauß, das kann was. Und das macht Singen aus. Wir sind gut, ja, wir sind gut. Ja, wir sein Gott. Ja, wir sein Gott, wir leid. Ja, erinnert in die Ohren, singen so, mein Christ Gott miteinander. Ja, erinnert in die Ohren, singen reich, mein Gott. Gott mit Anna, ja, grüß Gott mit Anna.
Ich hab's am Bauch noch nie im Ring und plötzlich hab ich's vor.
ein Stück Hefe. Das kleine Luder tut, als ob es schliefe. Erst plötzlich kommt die Zeit, sei Zeit bereit, denn dann geht die Wiese auf, so ist unser Lebenslauf. In jeder Frau steckt ein Stück Hefe. Leider ist das so, meine Hosen laufen niemals in der Länge ein. Auf einmal stimmt es nicht mehr in der Breite. Der Hosenbund erschneidet tief ins Fleisch hinein. Obwohl ich ihn nach jedem Waschen weiter diese Wange ran. Die Blut ein Vampir, die Hefe schlummert überall, doch warum nur nicht hier? In jeder Frau steckt ein Stück Hefe. Mein Führer geht nix. Du ins
Schuppen bei dir noch übers Korten. Dort tanzen und Kögen kommt nur. Ich will mir an dir schon da warten. Eins bischen auf Tor oder Flur. Da horn mir oder mag ich nicht bleiben. Mich draußen mich umhang und treiben. Mein Mut ist ein Fieger im Wald. Ich singe mal auf, wie's man freut. Mein Mut ist ein Fieger im Wald. Ich singe mal auf, wie's man freut. Steig auf, wie steig hoch, wie steig ein. Ah, ganz dieser Steigerei wär. Die ganze Chor flüchtig und schleimig. Chor leicht in der Hand und verkehrt. Mein lieber, da lust sie nicht zwingen. Da müsst was verstehen und was kennen. Denn wer sie den Rechtsauber nimmt, nicht leicht so ein ganz Bad und Kind. Denn wer sie den Rechtsammer nimmt, nicht gleich zu einem ganz Fatokin. Juhu! Yeah.